Er wollte in die Ukraine, um dort zu kämpfen. Tja, ne? Tschüss. Jetzt ist er zurück. Es gibt einem wieder so ein mulmiges Gefühl. Er ist genau in meinem Brustkorb, schätze ich mal, hier irgendwo eingeschlagen. Ein Stück weit auch so Kanonenfutter? Ein Stück weit schon, ja. Was hat er dort erlebt? Vor wenigen Monaten haben wir einen Film gemacht über Deutsche, die in der Ukraine kämpfen wollten. Und daraufhin haben wir viele Kommentare bekommen, was ist eigentlich mit denen? Begonnen hat damals alles mit Pascal. Ich bin Pascal, bin 34 Jahre alt, komme aus NRW und ich werde mich der Fremdenlegion der Ukraine anschließen. Pascal ist kein Draufgänger. 4 Jahre Bundeswehr, Einsatz in Afghanistan, Familienvater, 3 Kinder. Er schickt uns damals diese Videos. Dies ist halt noch ein Brief für meine Töchter, wenn was passieren sollte. Und selbsterklärend noch ein Testament. Mitte März fährt er los, in die Ukraine. Der Krieg hatte ihn aufgewühlt. Er habe nicht einfach zu Hause rumsitzen können, sagte er. Wir treffen ihn damals auf einem Stop in Berlin. Sich aber wohlfühlen, auch mit einer Waffe. Könntest du da umgehen und alles? Ja, wohlfühlen ist eine Sache, umgehen auf jeden Fall. Ich beschütze schon auch auf eine Art und Weise meine Kinder, auch wenn ich da hinten bin, sag ich jetzt mal. Ob ich jetzt warte, bis das hier hinkommt und dann vielleicht schon fast alles zu spät ist, oder ob ich dann schon mal dahin fahre und es versuche, da schon zu beenden. Mach's gut. Tja, ne? Tschüss. Pascal will es dort beenden. Und er fährt los, als der russische Angriff auf die Ukraine richtig schlimm wird. Im Krieg gegen die Ukraine meldet Russland weitere Erfolge und verstärkt offenbar seine Angriffe auf die Hauptstadt Kiew. Auch heute ist die ukrainische Hauptstadt das Ziel russischer Angriffe. Nachts gibt es mehrfach Alarm. Besonders die Verteidigungsstellungen westlich der Stadt sind umkämpft. Das Dorf Byschiw etwa existiert anscheinend nur mehr als Ruine. Nach dem Grenzübertritt schickt Pascal bald keine Videos mehr. Aus Sicherheitsgründen. Wir können nur ahnen, was er erlebt. In Werbevideos sieht alles heldenhaft aus. The world needs a hero. Become a hero. Use your military experience to fight against evil. No doubts. No politics. The battle against Russia is the battle for your future. Foreign Legion of Territorial Defense of Ukraine is waiting for you. Monate später meldet sich Pascal wieder bei uns. Er sei zurück in Deutschland. Wir besuchen ihn zu Hause irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Er will erzählen, was er erlebt hat. Am Telefon klang er bedrückt. Kein Wunder, er war im Krieg. Hat Menschen sterben sehen. Aber er deutet an, dass es noch mehr gibt, was ihn belastet. Wir werden ein paar Stunden bei ihm sein. Was er uns erzählen wird, können wir zum Teil auch auf seinen Handy- und GoPro-Aufnahmen nachvollziehen. Und auch die Spuren auf seiner Ausrüstung zeigen, dass er an vorderster Front war. Black Carrier, mein Plattenträger. Platten sind da noch drinnen. Wenn man da genau reinguckt, siehst du das Schrapnell sogar. Es gibt einem wieder so ein mulmiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Da das von meiner Brustplatte ist, wäre es genau in meinem Brustkorb, schätze ich mal, hier irgendwo eingeschlagen. Achtung, es geht hier gleich um Krieg und um den Tod. Schaut nur weiter, wenn ihr euch danach fühlt. Jetzt bist du in der Ukraine gewesen. Wie war es denn? Ja, war, wie soll man sagen, sehr anstrengend alles, sehr belastend in vieler Hinsicht. Sind viele Sachen auf einen zugekommen, die ich am Anfang so nicht erwartet habe. So sah das ukrainische Territorium vor Kriegsbeginn im Februar 2022 aus. Wir wollen die Orte nachvollziehen, an denen Pascal gewesen sein soll. Von Anfang an. Bei Lwiw an der Grenze zu Polen gibt es eine Militärbasis, bei Jaworyw. Dort waren viele internationale Kämpfer untergebracht. Pascal soll auch dort aufgenommen werden. Bis dahin habe er in einer Halle gewartet, erzählt er, ganz in der Nähe. In der ersten Nacht sei er wach geworden von Raketenbeschuss.
Die russischen Truppen weiten ihren Angriffskrieg zunehmend auf den Westen der Ukraine aus. Sie beschossen eine Militärbasis nahe der Grenze zu Polen mit Raketen. Fotos zeigen die schweren Zerstörungen nach dem Raketenbeschuss in Jaworyw. Es wurde das internationale Militärtrainingszentrum getroffen. Vor dem Krieg waren hier auch Militärausbilder aus NATO-Staaten tätig. Das musste ich Gott sei Dank nicht selber live dann miterleben. Da hatte ich schon mal das erste Mal sehr viel Glück. Pascal bleibt in der Ukraine und wenige Tage später nach dem Angriff lässt er sich sogar zu dem Truppenübungsplatz verlegen. Als wir dort waren, wurden wir dann halt mit AKs ausgerüstet und mit Pistolen. Von der Ausrüstung her wundert es mich eigentlich sehr, dass wir so schlecht ausgerüstet wurden, da man ja schon stark mitkriegt, was eigentlich auch so aus dem Westen hingeschickt wird. Wir hatten halt am Anfang auch jeder eine AK und 5 Magazine. Das ist wirklich nicht viel, um dafür, also dass man dann da einen Krieg ziehen soll. 4 Tage später geht es weiter in die Hauptstadt nach Kiew, erzählt Pascal. Dort soll es weitere Ausrüstung geben. Auch einen Vertrag habe Pascal hier unterschrieben. Er soll in einer Truppe ausschließlich mit internationalen Kämpfern sein. Die Moral der Truppe war eigentlich recht hoch, sag ich jetzt mal so. Es waren auch alles frische Kräfte. Dementsprechend hat man ja auch noch viele physische, mentale Stärke zu bieten. So, man hat das auch gemerkt. Ne? Wir haben uns versucht, recht schnell auch einzugewöhnen, was diese Lage angeht, gut zu organisieren. Diese Videos sollen zeigen, wie seine Einheit in Kiew trainiert. Noch ein bisschen kennenlernen, ne? Namen austauschen, Erfahrungen austauschen, Kenntnisse austauschen, dass man grob weiß, wen man so in der Gruppe hat. Zumindest bei mir in der Gruppe war es nicht unbedingt so, ja, wir sind hier alle, um alle Russen zu töten oder sowas. So. Also so eine Stimmung hat da nicht geherrscht. So. Es war halt eine Stimmung, dass wir helfen wollten, dass wir einer Minderheit helfen wollten. Auch öffentlich sucht die Ukraine nur erfahrene, gut ausgebildete Kräfte. The world needs a hero. Become a hero. Use your military experience to fight against evil. Ein paar Kriegstouristen verirren sich dann doch in die Legion. Sind dir da auch welche untergekommen, wo du gedacht hast, oh Mann, was wollen die hier? Der ein oder andere hätte lieber zu Hause bleiben sollen. Warum? Ich hatte so das Gefühl, dass so der ein oder andere ein bisschen Kriegstourismus betreiben wollte. Es waren halt Leute dabei, die sich dann darüber beschwert haben, dass es da halt keinen Strom, fließend Wasser gab oder man sein Essen nicht erhitzen konnte oder so. Sowas sollte einem natürlich bewusst sein. Das eine werde ich nie vergessen. Der hatte mich halt nach Tarnlack gefragt, also nach einer Sprühdose. Ich dachte, okay, wofür brauchst du das? Und er hat tatsächlich mir die Antwort gegeben, ja, ich möchte halt mein Gewehr tarnen, das sieht dann auf Fotos besser aus. Dann der erste Einsatz. Pascal sei mit seiner Truppe nach Irpin geschickt worden. Die Russen wollen über genau diese Vororte nach Kiew rücken. Gestern hatte Russland angekündigt, seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine stellenweise zurückzufahren. Doch davon ist heute offenbar nicht viel zu sehen. Die Angriffe rund um Kiew gehen nach ukrainischen Angaben weiter. Diese älteren Menschen haben es bislang nicht geschafft, aus der zuletzt stark umkämpften Stadt Irpin zu fliehen. Pascal sagt, das Ziel der ersten Mission sei Aufklärung gewesen und er habe als MG-Schütze auf dem Dach dieses Hauses gesessen. Irgendwann habe der Gruppenführer für die leeren Funkgeräte neue Akkus angefordert und habe dafür sein Handy benutzt. Und das kann wohl im Krieg sehr gefährlich sein. Auf meiner ersten Mission, wo halt mein Gruppenführer leider den Fehler begangen hat, per WhatsApp einen anderen Kameraden zu schreiben, dass unsere Akkus vom Funkgerät leer sind. Daraufhin wurden wir recht schnell gezielt mit Artilleriemörser beschossen, also unsere Stellung, das Haus. Und daraufhin hat mein Gruppenführer auch recht schnell entschieden, diese Stellung zu verlassen. Mir wurde halt aber nicht Bescheid gesagt. Ich habe das halt erst feststellen müssen, als ich oben von meiner MG-Stellung aus dem Fenster geguckt habe und meine komplette Gruppe
schon am Ausweichen ist und mir nicht Bescheid gesagt hat. Und ich dann mehr oder weniger zurückgelassen wurde. Und ja, das war halt kein schönes Gefühl. So, das schon auf der ersten Mission, kein Zusammenhalt. Kenne ich so aus dem deutschen Militär halt nicht. Pascal sagt, er sei seiner Truppe hinterhergerannt und habe nach einem stundenlangen Marsch Irpin unversehrt verlassen. Trotz dieser Erfahrung bleibt Pascal in der Fremdenlegion. Bei den nächsten Missionen läuft es einigermaßen nach Plan. Nur bei der Bezahlung hakt es. Hast du für den Einsatz etwas bekommen oder? Leider nichts. Uns wurden die versprochenen Gehälter nicht ausgezahlt. Und da reden wir von denselben Gehältern wie ein normaler ukrainischer Berufssoldat. Meine Kameraden und ich haben dies aber nie ausbezahlt bekommen. Habt ihr mal nachgefragt? Des Öfteren. Wir haben dazu Chatverläufe gesehen, die belegen, dass Pascal erfolglos nach Sold gefragt hat. Auch ein weiterer Soldat hat uns bestätigt, vor Ort kein Geld erhalten zu haben. Trotz all dieser Schwierigkeiten bleibt Pascal in der Ukraine. Und dann wird er in ein heftig umkämpftes Gebiet entsandt, hunderte Kilometer entfernt von Kiew. Was er in dem Moment nicht weiß, es wird seine letzte Mission sein. In der Ukraine konzentriert die russische Armee ihre Angriffe jetzt offenbar auf den Süden und Südosten des Landes. Das Gebiet bei Cherson war und ist immer noch strategisch sehr wichtig. Und deswegen wird dort erbittert gekämpft. Pascal und seine Einheit sollen eine Stellung auf einem Acker beziehen, erzählt Pascal. Ihre Aufgabe? Aufklärung. Diese Aufnahmen hat Pascal auf seinem Handy und seiner GoPro. Direkt nach der Ankunft hätten sie die Stellung ausgebaut und die Gewehre in Richtung der russischen Truppen ausgerichtet, so Pascal. Was er damals nicht wusste, vor wenigen Tagen starb sein Kamerad Scott in genau dieser Stellung. Jetzt Pascals Einheit, 7 Männer in einer Stellung, die dem Feind offenbar bekannt ist. Am zweiten Tag wurden wir morgens beschossen. Was uns stark gewundert hat, dass wir von der Seite beschossen wurden, wo eigentlich die Ukrainer sein sollten. Daraufhin hat mein Gruppenführer Grady und anderer Kamerad Henry Hill beschlossen, diese Stellung zu verlassen und die Situation aufzuklären. Grady und Hill verlassen die Stellung mit einem Funkgerät. Wurde halt der Beschuss noch heftiger. Wir haben den Entschluss gefasst, auch das Feuer zu erwidern. Zu diesem Zeitpunkt sind sie noch zu fünft. 2 Belarussen, ein Däne, ein Amerikaner und Pascal. Dann haben wir 2 ganz gezielte RPG-Beschüsse auf unsere Stellung bekommen. RPG-Beschüsse, das sind Angriffe mit einer Art Panzerfaust. Wir haben das Feuer immer noch in die Richtung erwidert und dann hat eine Artilleriegranate einen Kameraden von mir getroffen. Aber da kam schon auch die nächste Artilleriegranate. Ich habe es von oben so pfeifen hören, konnte mich halt noch wegdrehen. Vor mir lag dann, der hatte den Kopf halt so zur Seite geneigt, hat mich eigentlich direkt angeguckt. Und ich konnte sehen, wie sein Kopf ganz langsam sich dem Boden neigte und ja, dass er dann dort gestorben ist. Kurz danach hat mir halt auch mein belarussischer Kamerad, der weiter verarztet hatte, mitgeteilt, dass er auch gestorben ist. Die 2 belarussischen Kameraden von mir und ich haben uns dann halt entschlossen, dass wir diese Stellung nicht mehr halten können. Circa 600 Meter von dieser Stellung entfernt haben wir dann halt noch einen Kameraden verloren. Bei den Leichnam muss ich halt noch drüber kriechen und uns flogen im Endeffekt ja die Projektile einfach nur noch über die Köpfe hinweg. Aber ja, da habe ich schon gedacht, das war's. Pascal sagt, sie hätten es geschafft, zu anderen ukrainischen Stellungen zu gelangen und sich schließlich in Sicherheit zu bringen. Ein Belarusse, ein Däne,
und ein Amerikaner alle sterben. Und was ist mit den beiden Kameraden, die mit dem Funkgerät die Stellung verlassen haben? Ein Kamerad von Pascal wurde von russischen Einheiten festgenommen. Er wurde später im russischen Fernsehen gezeigt, offenbar zu Propagandazwecken. Ihm droht jetzt die Todesstrafe. Ein weiterer Kamerad gilt offiziell als vermisst. Was waren denn die Probleme bei der letzten Mission? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Schlechte Ausrüstung im Endeffekt. Wir hatten halt keinen Funkkontakt bis zur nächsten Gruppe. Wir konnten also nur innerhalb unserer Gruppe mit, ich nenne es jetzt mal Walkie-Talkies, innerhalb der Gruppe Funkkontakt halten. Wie schon gesagt, 3 Nachtsichtgeräte für 7 Leute. Mit wenig Munition, mit schlechtem Equipment. Man wird in eine Stellung geschickt, wo eine Mission vorher schon ein Kamerad gestorben ist. So, und so im Großen und Ganzen wurden, wie schon gesagt, keine guten Voraussetzungen auch für uns dann geschaffen, diese Mission gut zu überstehen. Also ein Stück weit auch so Kanonenfutter? Ein Stück weit schon, ja. Das Krasse ist, über Pascals Einheit in der Fremdenlegion wurden solche Dinge schon berichtet. Und zwar in der Zeitung Kiev Independent. Zu dieser Einheit gehören etwa 500 Mann und sie unterstehen dem Geheimdienst. Dem Kiev Independent liegt ein Bericht mit Beschwerden aus dieser Einheit vor. Darin ist die Rede von Selbstmordmissionen und schlechter Ausrüstung. Also genau den Dingen, die auch Pascal erlebt hat. In dem Bericht wird sogar der Vorwurf erhoben, dass die Kommandeure der Truppe moderne Waffen auf dem Schwarzmarkt verkaufen würden. Ein Mitglied dieser Einheit, mit dem wir Kontakt hatten, hat sogar die Vorwürfe bestätigt. Aber nicht alle erleben offenbar die Fremdenlegion wie Pascal. Lennart, den wir ebenfalls für unseren ersten Film über Freiwillige getroffen haben, kämpfte in einer anderen Einheit. Er sei überrascht gewesen, wie gut die Ausrüstung war. Auch Lennart war gerade wieder in Deutschland, will aber bald wieder zurück in die Ukraine weiterkämpfen. Pascal hingegen bricht seinen Einsatz ab. Er will nicht mehr im Krieg sein. Seine wirklich letzte Mission? Die Leiche seines Kameraden Scott in ein Krematorium bringen. Aber nach nur 7 Wochen in der Ukraine, was hat der Krieg aus ihm gemacht? Polnischer Boden. Warum seid ihr abgehauen? Nach meiner letzten Mission wurde eine fast komplette Gruppe getötet. Der Rest ist ja in Gefangenschaft. Durch diese Sachen, die da halt passiert sind, dementsprechend mangelnde Ausrüstung, mangelnde Informationsfluss, der da passiert ist, habe ich ein Stück weit das Vertrauen an der Legion verloren. Träumst du manchmal noch von diesen Erlebnissen? Oft, ja. Sehr oft so. Was mich am meisten beschäftigt, ist halt die Situation von der letzten Mission. Von meinem Kameraden, der mich dann halt bis zum Schluss angeguckt hat und wo ich dann richtig gesehen habe, okay, jetzt ist vorbei mit ihm. Und auch die Leichnamen da vorzulassen. Nicht mitnehmen zu können, das belastet einen schon. Und im Nachhinein ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie viel Glück da an dem Tag auch bei mir war, sag ich jetzt mal. Wir haben versucht, soweit wir es konnten, Pascals Angaben zu verifizieren. Das geht natürlich nicht bei allen Informationen, aber seine Geschichten klingen plausibel und seine Orts- und Zeitangaben scheinen zu stimmen. Wir haben natürlich auch die verantwortlichen ukrainischen Ministerien gefragt. Die haben uns nicht geantwortet. Wir können nur ahnen, was Pascal erlebt hat. Aber 7 Wochen Krieg haben mit ihm etwas gemacht. Und deshalb habe er uns seine Geschichte erzählt, damit andere Menschen so etwas nicht erleben müssen. Thank you.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier oben seht ihr nochmal unseren ersten Film über die Menschen, die für die Ukraine kämpfen wollten. Und darunter seht ihr einen Film, was hat eigentlich dieser Krieg mit unserer Abhängigkeit von fossilen